Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Willkommen zurück zu Stellaris. Und mit mir dabei wieder der Anno. Moin moin. In dieser Folge wird Krieg geführt. Endlich mal. Ja, endlich mal. Hoffentlich nicht gegen uns. Dann doch bitte nicht. Das wäre schon mal ein Anfang. Warte, bevor du weitermachst, werde ich erstmal die Kriegsziele erstellen, Krieg erklären. Was machen wir denn da? Grenzen öffnen, hö? Nee. Ja, klar, Grenzen öffnen. Planet abtreten. Ja, das war's eigentlich. 35. Passt, oder? Passt für dich auch. Ja, ich nehme da unten ja eh nicht wirklich teil, da, bei deinem Einzelkrieg. Ist jetzt ja nur die Ritalin, oder? Ja, genau. Ich sehe gerade demütigen, aber das klappt nicht, weil er ganz weg ist. Dann bringt die Demütigung auch nichts. Ich habe mir gedacht, ja, ich hole mir irgendwie wieder dieses Minus-Einfluss, was mir der das überlegene Reich da beschafft hat letzte Folge. Weil wir sehen nämlich da minus 33% gedemütigt. Es geht gerade ordentlich auf den Einfluss. Naja, okay. Machen wir Planet abtreten und bestätigen. 35 Punkte müssen wir dazu erreichen. Und dann kann ich ja gleich einmal meine Flotte da hier schicken. Nicht über den Lurus-Sektor, wenn es leicht geht. Danke. Wie gesagt, wenn du sie mit Shift, wenn du sie anklickst und mit Shift kannst du dann die einzelnen Systeme dann anklicken, durch die sie dann durchfliegen sollen. Okay. Und da muss ich mich echt mal drum kümmern, um in dem Lurus-System und diese Mega-Flotte da. Das mache ich ein anderes Mal. Das stört. Oh. Oh. Kriegserklärung. Aber warum? Tja, ihr seid mir im Weg. Ihr Maden. Peinlich wäre es, wenn er dich jetzt besiegt. So, ich schau mal zu. Wo bist du denn gerade aktiv? Ferragon. Ach, du bist noch gar nicht drin, okay. Ne, du musst auf Anhalt, auf Dings klicken. Musst weitermachen. Achso. Wann geht's denn endlich los? Passiert ja gar nichts hier. Was für ein langweiliger Krieg. Geil. Na schön. Beste Krieg ever. Ach Erde, hör auf dich auszubreiten, das kann ich gerade gar nicht brauchen. Karab nur? Achso, das ist bei dir. Hm. Die Geschichte. Karabna, Karabana oder wie heißen. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Karabiner. Dieser lila Haken da links. Genau. Der bald weg ist. Oder? Sobald du mit deinem Krieg durch bist und den zweiten dann erklärst du unten gegen den Sidomanden, dann ja. Dann sind die weg. Da sind die weg, wo wir jetzt da? Hallo! Jemand zu Hause! Hallo! Flotte! Flotte Lotte! Na, haben die irgendeine geile Armee? Keine Armee? Nicht zu Hause? Keiner da! Hallo, Freunde! Hm. Was bist du eigentlich? 300? Oh, du bist eine Flotte. Oh, süß. Komm her. Komm her. Warte, nicht zu gucken. Wo da? Direkt in ihrem Sektor. Oh, die sind auch noch auf Wurmlöcher angewiesen. Oh Gott, wie peinlich. Die sind ja noch blöder als ich. Mann, ist das peinlich. So, Eisplanet. Da habe ich jetzt welche. Die schicke ich da her. So, ja, genau. Mhm. Na gut. Die haben alle deinen blöden Antrieb, kann das sein?
Die Eisplanetflotte kreist gerade irgendwo herum und die Föderationsflotte, die braucht Ewigkeiten, um dort zu sein. Da hast du jetzt doch runtergeholt, die Föderationsflotte. Ja, meine, die, was ich jetzt gerade gebaut habe. Ich hab so einen also, ja, Nachschub du kannst ja aber die Baupläne kannst du ändern. Okay. Wie mache ich das? Wenn du auf Föderation gehst, das Logo unten blau. Ja. Und dann ist da der Schiffsdesigner. Ah, okay, okay. Gut. Construction complete. Hyperantrieb für den Arsch. Hyper, hyper. Du bist auch dafür, dass wir Warp-Antrieb nehmen, oder? Ja, absolut. Und die aktualisieren sich jetzt automatisch? Ne, die musst du zum nächsten Raumhafen schicken und da upgraden quasi. Wenn es so weitergeht, verliert deine Flotte gleich, ne? Ich sehe gerade nichts. Wieso kannten das nicht? Hä? Wieso wird das nicht gespeichert? Egal, okay, gut. Ich kümmere mich um meine Flotte. Ja, du kannst die viel machen eigentlich, außer dich notfalls zurückziehen. Der Raumhafen ist nicht schlecht. Gott, ich muss mich zurückziehen. Shit. Ja, das läuft ja schon mal super. Das läuft genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht. Echt? Gut. Brauche hier dringend. Construction complete. Achso, da kann wieder keine Kreuzer bauen, weil die erst. Oh Gott, ey. Ich muss erst einen besseren Raumhafen bauen. So ein Scheiß. Das ist gerade uncool. Muss ich schon sagen. Also ich habe das immer noch nicht gecheckt mit dem Schiffsdesigner, wie das jetzt genau funktioniert. Irgendwie klappt das nicht. Der Shit. Ich gehe da auf einen anderen. Ich gehe da auf Warp-Antrieb, dann gehe ich auf Speichern, automatisch auf Verbesserung und es tut sich rein gar nichts. Du brauchst nicht automatische Verbesserung reinsetzen. Weil es kann sein, dass er den Hyperantrieb als Verbesserung ansieht. Okay. Also ich bastel meine Schiffe immer selbst zusammen. Speichern, ja, und dann? Dann geht das Dings einfach nicht weg, das Fenster. Kann ich 100 Mal auf Speichern klicken? Ja, es bleibt doch. Es bleibt ja so. Es ist ja nur, das heißt, ich muss rausgehen. Genau, und dann musst du deine Flotte aktualisieren, also wie wenn du sie normal upgradest. Oh Gott, wie ging das nochmal? Die Flotte anwählen und da ist ein Upgrade-Button. Das schlägst ja immer nur mit den alten Kraschem rum. Flotte verbessern. Okay.
Die Zweierflotte, naja, okay. Eisplanet und die hier fliegen auch zum Eisplaneten. Okay, wir sind da. Gut. Okay. Das Kolonieschiff ist jedenfalls schon mal bereit. Immerhin. Da startet dann los, sobald es fertig ist, der Krieg. Wenn der Ball mal fertig ist. Okay. Und dann nochmal durchgehen. Hier. Ding, ding, ding. Okay. Soll ich deine eigentlich auch verbessern? Ah, geht nicht. Okay. Kannst du nicht? Warum nicht? Nicht verfügbar. Oder ist es schon automatisch verbessert? Das könnte nicht, dass ich glaube. Nee, da ist ein Hyperantrieb drin. Kannst du immer, wenn du die Schiffe anklickst, oder deine Flotte, ah, jetzt, ist ja so ein okay. Ja. Schiff mit so einer Lupe, mhm. Da kannst du immer gucken, was da drin ist. Ja. Soll ich das machen? Bringt ja, dir das ruhig was? Ja, auf jeden Fall. Die kommen mit Warp-Antrieb besser, klar. Okay. Die einen kann ich verbessern, die 12er, die 2er kann ich nicht verbessern. Warum auch die immer. Die 2er haben auch schon den okay. Warp-Antrieb drin. Das fiel mir nämlich im letzten Moment noch auf, aber dann war es irgendwie schon so weit, dass ich nicht mehr Kontrolleur über die Flotte war. Okay. So, habe ich da oben jetzt endlich eine geile Station gebaut. Und dann kann ich jetzt mal anfangen, Kreuzer zu bauen. Ach, schon wieder. Schon wieder keine Mineralien, ey. Das ist auch das Problem. Ja. Oh, ich bin einem neuen Volk begegnet. Indirekte Demokratie. Mokascheran-Republik. Die gehen mal gerade am Arsch vorbei. Aber grundsätzlich. Wäre interessant, wo die gerade sind. Was machen die dann? Helfen uns die? Sind die auch im Krieg? Nee, nur wir sind im Krieg. Die ist da links. Was macht die First Fleet gerade da? First Fleet? Die feiern sich bei auf Lurus. Guck an, die Föderation hilft gerade. Oder die Föderation killt gerade auf Lurus. Weißt du, die, was mich vorher so platt gemacht haben? Die Föderation? Da, föderative Menschen da. Machen gerade. Also. Die platt. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann kann ich endlich wieder auf den Deckel eigentlich. Die Föderation? Ja. Die Menschen? Ich weiß nicht. Ist noch so ein bisschen offen, finde ich hier gerade. Sie ziehen sich zurück, kann das sein? Ne, die sind noch da.
Obwohl 2,6K gegen ja, die Föderation, die Erde sollte es eigentlich schaffen. Mhm. Sehr schön. Brav, Erde. Okay. Wie lange brauchen die denn zum Upgraden? Je nachdem, wie viele Bauaufträge noch vorher sind und sowas und wie lange, wie viel die upgraden müssen, ne? Also wie viele Stufen. Okay. So, das heißt, du sagst, mit der Shift-Taste kann man das irgendwie sagen, wo die hier sollen. Wie wenn du normalerweise mehrere Befehle an Schiffe erteilst, also bei Bauchschiffen kannst du ja auch mit Schiff mehrere Baubefehle über die Galaxiekarte erteilen oder wenn du Forschungsschiff über mehrere Sektoren hinweg den Forschungsauftrag erteilst. Ja, aber sie wollen trotzdem über das Luru-System. Ich verstehe nicht, warum. Nee, du schickst sie ja manuell. Mit Shift. Also du wählst die Flotte an. Ja. Dann drückst du Shift, dieser Pfeil nach oben, nicht der nach unten, ne? Und dann machst du Rechtsklick auf das System, wohin du fliegen möchtest. Und dann kannst du eine Route bauen. Ach komm, jetzt setz nicht dämlicher als nötig. Was zur Hölle? Kannst mal anhalten. Ja? Okay. Und dann? Mache ich weiter Shift. Und genau, du kannst einfach die komplette Route, die sie abfliegen soll, kannst du abstecken mit Rechtsklick. Alles klar. Okay, danke. Frustriert. Ja, die Erde hat ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Sie hat schon 1K verloren. Von 2,7 sind nur noch 1,6 jetzt übrig. Oh, okay. Krass. 1,5? Also die hat das ganz schön was gekostet, dir da zu helfen. Ist aber auch nicht schlecht, wenn die Erde geschwächt wird. Ja, ich glaube nicht, 1, dass 4. die zu uns kommt. Das ist auch ziemlich ausgeglichen. Scheinen sehr anfällig 1, zu sein. Haben die keine Schilde? Was hatten die Erde so? Sie haben nur Torpedos, sie haben höheren Antrieb, aber sie haben keine Schutzschilde, nur Panzer. Ich glaube, die Erde verliert hier fast, oder? 1-1. Oh, sieht krass. 1-0. Sieht danach aus. Die Erde verliert! Nein! Ich gucke im Nebensystem einfach so zu. Lalala, macht ihr mal. Ich glaub da die Überreste auf. Apropos, Forschungsschiff in Position bringen. Haben sie verloren? Schon ist fertig? Ist es nicht mehr viel übrig? Krass. Krass, wenn die das verlieren, ey, hätte ich mir auch nicht gedacht. Voll die Megaflotte. Alles Gute ist von der Gegner ist auch nicht mehr. Na okay, doch, da ist noch eine 2,2K. Ne, ja, das ist eine ganze Station. Mit 40.000er Hülle. Okay, das gewinnen sie. Aber sie werden Narren, wenn sie jetzt wirklich diese Station da hinten angreifen. Ne, sie drehen ab. Sie sind gerade noch hingefahren, also so, okay. Captain, sind sie verrückt? Diamanten haben sie wieder ausgebreitet, also wie lange brauchst du für deinen Krieg gegen die Retilianer noch? Ja, Moment. Moment, ich muss das erst alles so ein bisschen checken. Check auf. 630er Flotte, da brauche ich jetzt schon ein bisschen mehr.
mir nicht auf die Nüsse, bitte. Wieso schickt er die immer über? Was? Ich krieg die Motten. Ich versteh's nicht. Sorry. Was denn? Okay, man soll doch Shift drücken. Okay. Diesmal war's mein Fail. Gut, alles was auf dem Eisplaneten ist, muss mal eben darüber. Kreuzer, 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 Kreuzer. Baut mehr Kräuter! Kreuzer müssen her. Jo. Also ich finde das schon sehr schwach von der Erde, dass sie nicht weitergekämpft hat. Wie können die nur? Das ist aber auch schon schön aufgeräumt da. Also das andere sind ja nur Stationen. Das ist der Vorteil, wenn du da versehentlich mal jetzt reinjumpst, greifen die Stationen ja erstmal nicht an. Hm. Die haben ja keine Reichweite dann. Ja, stimmt. Da ist was Wahres dran. Also wer weiß, vielleicht kommt die Erde ja nochmal wieder. Und dann gibt's den Rest. Return of the Earth. Dann gibt's den Rest. Ja. Ich könnte echt so eine Bergbaustation naschen, da jetzt so eine 20er Verteidigung. Aber erstmal Krieg führen. So, die können sich wieder nicht zusammentun. Ja, schon klar. Die sind alle noch unterwegs. Gut. Und dann gibt's endlich auf den Sack. Gegen den unterlegenen Gegner. Alter, was haben mich für Fraktionen? Weiß ich nicht. Da spalten sich aber einige gerade ab. 100% Streik, was geht denn ab mit euch? Seid ihr ein bisschen behindert? Vor allem, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Bera, Ispir Prime, Uran Prime? Shit, die sind ja überall. Okay, dann sollte ich vielleicht mal Flotten produzieren. Flotten? Armeen. Verteidigungsarmeen. Also, wenn du übrigens deine drei Armadas, die du hast, zusammenziehst, das sollte eigentlich lang gegen den Japris Außenposten, den die haben. Ah, ist die Flotte schon da? Okay, nice. Nein, nicht ganz. Da kommt, also ich weiß nicht, ob du sie hier schon zusammenziehst. Die fünfte, die dritte und die erste und vierte. So, und mit den restlichen, die sind wahrscheinlich tot. Ey. Ich habe auch Gefühle.
Gott, was heißt denn die schon wieder unterwegs? Nein, nein, anhalten, ey. Die wollen schon wieder irgendwo hin. Deppen. Wieso wollen sich die jetzt nicht zusammenfügen? Oder das ist eine Föderation? Okay, alles klar. Na gut. Ja, Föderationsflotten kann man nicht mit den anderen zusammenfügen, irgendwie. Wieso wollt ihr zwei jetzt nicht zusammengehen? Das weiß auch wieder keiner. Die zwei Föderationsflotten da. Das weiß ich auch nicht, nee. Okay, egal. Egal. Dann verreckt's halt. Sterben. Angriff. Jetzt gibt's gleich wieder ein Feuerwerk. Wollen wir die 500er Flotte vor der 1,4K Flotte ankommt? Ich würde die erstmal zusammen sammeln, oder? Die müssen immer nacheinander fliegen. Warum? Frag mich. Kannst du alle drei markiert und dann zusammen rüberjagen? Ja, das habe ich gemacht, aber sie fliegen trotzdem der Reihe nach. Vielleicht weil die eine weiter vorne war, das könnte sein. Okay. Du bleibst hier? Warte, du greifst da hinten mal an. Mach mal diese Dingens da platt. Ich würde jetzt schön alle zusammenlassen, dass du möglichst die gesamte geballte Power zusammen hast. Ich greife mal die kleinen Sachen da an. Ich möchte sie nicht weg von der Station locken, wenn da noch was über ist. Ja, ist noch was über. Okay. So dass die Flotte herkommt und sich von der Dings entfernt, von der Station. Mhm. Wäre nice. Also ziemlich unübersichtlich, finde ich. Die ganzen Flotten. Vor allem, wenn sich die nicht zusammentun. Ja, deine eigenen kannst du ja zusammentun, nur die Föderationsflotten kannst du nicht. Also die 139 mit der 1,4 kannst du eigentlich zusammentun. Nee, das geht eben nicht. Hä? Ach so, das... Ah, okay, warte. Ja, stimmt, die könnten... Ja, danke. Ich bin komplett verwirrt. Es ist spät. Apropos spät, 30 Minuten. Ernsthaft? Oh Gott. Ja. Yeah. Na gut, dann sehen wir, wie es weitergeht mit dem Krieg in der nächsten Folge. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hummel, 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 Hummel. Boss, Boss.